So, jetzt, meine Freunde, gibt es die beste Kindred der Welt mit Gehirn. Ich weiß jetzt alles. Alles. Naja, vielleicht ein bisschen. Einiges. So, als erstes. Oh, Nunu, ey. Nunu kriegst du doch im Leben nicht. Und der Count. Oh, nö, der geht mir. Der macht mir bestimmt jetzt voll den Gar aus, ey. Markieren wir Nunu? Das klappt doch eh nicht. Ich glaube, wir markieren. Wir markieren Malze, ha? So. Ja, scheiße. Das war's schon mal wieder. Komplett. So. Jetzt markieren wir. Jetzt wollen wir erstmal, ich würde sagen, den Busch hier. Die Frage ist. Braum, can you word bot 3, also bot Pixel Brush? Pixel ist es, glaube ich. Hier, word please. Mit wem spiele ich jetzt eigentlich? Mit, ah, mit Kalista. Geil, wir könnten auch den Blue gehen, ja, das könnten wir eigentlich auch machen. Nee, können wir nicht machen. Können wir nicht machen. Jetzt, oh, scheiße, jetzt bin ich completely alone in the dark, Alter. Und kein word. Completely alone, Bruder! Ich muss auch mal jungeln hier irgendwie noch. Oh Gott, das ist wohl der schlechteste Start, den es gibt, Leute, in der Weltgeschichte. Mit Gehirn an aber. Und mein W hat resettet. Das war's komplett, Leute. FF. FF at 20. Nee, at 15, bitte. FF 15, bitte. Einmal FF 15, bitte. I'm so sorry. No problem. Just totally fucked. Ja, welcome, Alter. Welcome, 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 welcome. Das, was ich will. FF at 5. Minute. Wenn's geht. Aber wir kriegen das in dem Rayman. So, Taunty spawn auf der Botzeit. Das Nunu nicht. Aber hier ist gerade alles im Eimer. Nunu ist wahrscheinlich. Okay, Nunu ist im Fluss. Das heißt, wir können für den Botland Taunty gehen. Wenn wir jetzt irgendwie nochmal schnell ein bisschen fertig werden hier, das wäre wichtig. Also hier ging alle. Wieso stirbt die Riven da? Das verstehe ich echt nicht. Wie kann die da sterben? Man hat den hier gesehen. Man hat den im Fluss gesehen. Wie kann er da sterben? Aber ist okay. Er wird jetzt für den Nunu gehen. Wir werden jetzt. Wir werden komplett Stack Machine werden. So. Wir werden jetzt für den Stack hier gehen. Den werden wir ja wohl hoffentlich kriegen, oder nicht? Danach werden wir auch Level 3. Das war's ich. Dann gönnen wir uns erstmal Blue Buff danach, falls. Nee, geklaut wurde der nicht. So. Zeugt nicht zur Ruhe. Wir könnten auch Botlane ganken. Wie viel HP hatten der da noch? Ja, okay, let's go. Markieren wir nicht, ist egal. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Das ist very. Die Intel doch. Die geht doch für den Full End. What the hell? Die geht doch für den Full End, what the hell? Ja, okay. So, wir haben jetzt einen Stack. Der nächste Stack spawnt jetzt entweder bei den Krux oder bei dem Gromp. Ne, stopp. Bei den Vögeln oder beim Gromp. So war es, glaube ich. Und weil in 40 Sekunden. Und weil. Oh shit, wir haben kein Mana mehr. Und weil der wahrscheinlich den Gromp macht und die Vögel als nun nicht, wird der jetzt, ich sage euch, der wird jetzt bei den Vögeln spawnen, so 20 Sekunden. Das heißt, vielleicht können wir noch. Vielleicht sollten wir in der Nähe. Ich weiß, hab jetzt nicht auf die Zeit geguckt, ob wir. Ne? Oh mein Gott, er ist bei den Vögeln. Ich bin eine Legende, Leute. Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. So. Nunu ist auch gerade Toplane, deswegen können wir completely free das Ding nehmen. So, den gönnen wir uns. Zack. Midlane Gank ist possible. Zumindest Counter Gank wäre possible. Nee, da gehen wir erstmal raus. Ja, oder gehen wir. Alter, ich mache übel viel Schaden. Oder ist das der Galio? So, guck mal, da haben wir schon zwei Stacks. Das ist schon beautiful. Jetzt gehen wir noch eben. Mach mal hier ein anderes Lied dran, vielleicht. Vielleicht irgendwie ein anderes Lied dran. Das hier zum Beispiel. So, nehmen wir den nochmal hier mit. Dann gehen wir mal im Choppen. Und den Gromp nehmen wir noch. Le Gromp, Le Gromp, Le Gromp, Le Gromp, Le Gromp. So, der nächste Stack spawnt jetzt wahrscheinlich dann beim. Entweder beim Taunt. Er spawnt, der Taunty wird der nächste Stack sein. Die Frage ist, ob ich da hinkomme, weil den Taunty wird er auch machen wollen. Das hier wird der nächste Stack sein. Also, es könnte auch der Gromp sein. Aber es wird der Taunty sein, Leute. Wir müssen jetzt direkt zum Taunty hin. Ganz schnell.
Wir machen die Machete, das und ein bisschen Attack-Speed. Let's go. So. Let's go, let's go, let's go. Möchte MF diese Season rocken? Denke so, du Kühe ist das sinnvoll? Geht wohl klar, denke ich. Ist okay. Geht wohl klar, denke ich. Aber ich glaube, aktuell gibt es bessere ADKs als MF, würde ich sagen. ADK ist immer sehr, sehr schwankend. So. Taunt ist da und wurde markiert. Der absolute Wahnsinn. Ich bin aber auch in der Mitte. Das wäre sogar wichtiger, aber der ist leider RIP, glaube ich. Ja. Guck mal an, das ist unser drittes Deck, Leute. Wenn wir den denn vorausgesetzt kriegen. Aber das sollte ja wohl gehen, oder? Zack. So, ich glaube, ab 4 ändert sich... Ah, ne, wir haben erst 3, okay. Wir können aber Toplane ganken, vielleicht. Ich bin unterwegs. Leider. Ohne Markierung, aber ist egal. Ich wäre einfach da. So, oder? Wollte schon sagen. So. Denn die Nunus jucken deine Stacks halt nicht. Ja, aber ich bin auch, muss man sagen, ja relativ fix direkt beim Stack da, ne? Wenn der spawnt, also. Und er ist schon währenddessen irgendwo anders, wahrscheinlich. So, Nunus unten. Galios AFK. Warum auch immer. So, wir gehen mal im Dread einsammeln. Und Crux, glaube ich. So, der nächste Stack spawnt bei den... Also nächstes Deck könnten jetzt Vögel oder Gromt sein. Beides. Weil ich glaube, der läuft die ganze Zeit über die Map. Der hat beides nicht geklärt. Ja, es ist Gromt. Also das hätte jetzt beides sein können. Das heißt, er ist aber auf der Bot-Seite. Das heißt, wir können sogar für den Gromt jetzt direkt gehen, glaube ich. Kann aber sein, dass er shoppen ist und weil sein Blue-Buff ist auch ab. Ne, ist er nicht. Na, Moment. Ich nehme alles zurück. So, gönnen wir uns den. Zack. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Zack. Guck mal. 4 Stacks, Leute. So schnell hatte ich, glaube ich, noch nie meine 4 Stacks. Das ist der absolute Oberhammer. Jetzt gehen wir nochmal Mitte ganken. So, ab jetzt ändert sich das Spawn-System. Das heißt, ab jetzt spawn die. Go for this. Go for this. Du musst irgendwas machen, Bruder. Ah, okay. Ab jetzt spawn die bei den Wölfen oder Crux. Und weil der die Wölfe, glaube ich, Crux, glaube ich, gemacht hat, aber die Wölfe nicht, spawnen die jetzt, glaube ich, bei den Wölfen. Das mag. Oh shit, der hat mich gesehen auf jeden Fall. Und wenn er mich gleich lasert, bin ich eventuell tot. Und da ist er, der Boy. Aber den kann ich, glaube ich. Ah, es ist leider, okay, ich bin auf jeden Fall RIP, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bitte nicht Nuno, Darius hier sein lassen. Oh mein Gott. Das war schon wieder komplette Abwrackprämie. Aber ich habe auch sehr früh geultet, weil ich wusste, dass er mich direkt lasern wird. Oh mein Gott. Ich habe das überlebt. Thanks, Mann. Die Riven. Die Riven hat's. Wenigstens mal wer, wo reagiert hat, Leute. Wahnsinn. So, wir gehen mal im Fix shoppen. Hallo, Armander Chaos. Grüß dich. Irgendwie erfrischend dich, Kindred zu sehen. Ich sehe, du spielst jetzt in letzter Zeit aber oft Kindred, muss ich sagen. So, wir gönnen uns das Ding. Denn das, ich glaube, gegen... Sollen wir uns mal mehr Grease... Ich glaube, gegen das Team müssen wir mehr Grease kaufen. So, also den werden wir wahrscheinlich nicht bekommen. Also der wird... Der Blue Buff wird weg sein. Alter. Das war auf jeden Fall, das war auf jeden Fall Abwrackprämie. Ja, wir gönnen uns das. Den nehmen wir und den Gromt nehmen wir auch noch, würde ich sagen. Ich meine, wir haben ja schon ein bisschen gegankt. Wir haben nur keine Stacks durch Ganks bekommen bisher. Das ist ein bisschen RIP, muss man so zugeben. A bit little ribble. A bit little ribble. Ribble de Reno. Also er hat immer noch kein Blue gemacht, der Nuno. Was macht der denn, Alter? Was hat der für eine Jungle-Routen? Ich komme. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs, der Nuno intet gerade. Dann ganken wir hier, diven meine ich. Dann diven wir dafür. Wie lange braucht eine Markierung? Das weiß ich nicht. Ist das jetzt markiert? Ich glaube noch nicht. Ja, okay, das war ein Stack, sehr gut. Das war ein Stack. Na, 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 na. Oh no! Ich wollte eh shoppen. Hallo Soul, grüß dich. Oh no!
Alter, sein Blue, der. Na, okay, so. Ich wollte ja eh in die Base. Naja, von daher, das passt. Das passt. Das. Ah, ich wollte mehr Grease kaufen. Mehr Grease. So. Jetzt wird er. Also, jetzt müssen wir gucken. Er wird doch super wahrscheinlich den jetzt einsammeln. Giga wahrscheinlich. Weil er sieht, das Mark ist da, aber sein Red ist nämlich, glaube ich, auch ready. Deswegen hatte ich gesagt, wir gehen jetzt zu seinem Red, weil er jetzt den Blue macht. Würde ich einfach so predikten. Bei seiner Jungle-Route weiß man nie. Und der Blue ist auch immer noch da tatsächlich. Also. Ne, jetzt ist der Blue weg. Aber Malz ist leider gerade da unten, das ist das Problem. Aber es kann sein, dass Nuno jetzt nach oben geht zum Helfen. Die Chance ist sehr wahrscheinlich eigentlich, ja. Das heißt, es könnte. Ich weiß gar nicht, ob sein Red da ist. Hat er ja gerade Red? Ansonsten ist er jetzt da. Und dann könnte der sogar jetzt markiert werden unter Umständen. Oder die Krux. Eins von beiden. Oder die Wölfe, aber irgendwas musste er auch mal geklärt haben. Okay, der ist nicht da. Wir können. Ja, Krux, sehr gut. Guck mal an. Ja, sag mal. Sag mal. So, und jetzt bin ich auch ready für den Gank. Oh shit, wer ist denn sie? Hier ist ja noch ein Gegner. Ein bisschen früh geholt, muss ich zugeben. Aber ich mache guten Damage hier. Können wir noch Morgana töten? Oder nicht so? Ich habe die mir nicht markiert, Leute. Können wir die bitte töten? Können wir die bitte töten? Leute, hallo? Ihr Braum, geh mal ran da jetzt auf den Meter. Jetzt ist zu spät, jetzt kriegen wir Tower Aggro. Oh Gott, und auch noch dran vorbeigeschossen. Aber ist okay. So. Sag mal. Sag mal. Oh, sehr schön. Und wir hatten sogar ein bisschen Impact, muss man sagen. Dadurch, dass man halt die ganze Zeit im gegnerischen Jungle unterwegs ist, kannst du halt super schnell ganken oder Counter ganken. Und direkt aus dem richtigen Angle. Angle. So, wir gehen jetzt. Wir gehen jetzt Rune King auch mal. Na 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 na. So, der nächste Stack wird der hier sein. Das ist der, wobei. Es kann auch das hier sein, aber. Ja, okay, es wird. Ich weiß halt überhaupt. Ja, okay, es war der Red. Warum sieht man zurzeit eigentlich so viel Kindred? Ich weiß nicht, so viel sieht man sie nicht, oder? Oder meinst du bei mir viel? Weil ich sehe Kindred so gut wie nie, wenn wir very ehrlich sind. Wenn wir very ehrlich sind, markieren wir Nuno, weil der stirbt ja anscheinend irgendwie doch schon ziemlich schnell, der Boy. Gute Rims sind so geil, die sind mal nicht selten. Sehr, sehr selten. Sehr, sehr selten. Badabab. Ich spiele auch immer grundsätzlich das, worauf ich Bock habe, ne? Ich bin jetzt nicht unbedingt Jungle Main. Aber wenn ich einen Champion habe, auf den ich richtig Bock habe, dann kann es auch ein Top-Laner sein, ne? Oder mal ein AD Carry oder so. Das ist dann nicht so wichtig im Prinzip. Das ist dann nicht so wichtig. Wir haben jetzt halt schon richtig gute Stats auf der Q, ne? Wir haben jetzt mit 7 Stacks schon plus 60% Bonus Attack Speed. Ich komme, Sir. Oh, shit. Die hat mit Sicherheit keine Ult mehr, also kein Abschießen-Ult. Oh Gott, der ist hier der absolute Party-Alarm hier oben. Later. Galio! Den können wir fighten, du musst nur kommen. Komm, töte ihn. Das ist mein Stack. Danke. Mercury Boots, GG. Mercury Boots, GG. Da kam noch ein Pfeil. So, ab jetzt können wir nur noch. Hallo, kann ich mal angreifen? Danke. Ab jetzt können wir noch beim Dragon. Und Baron Spawn. Und Herald. Dragon, Herald und Dings. Das heißt, jetzt schnell den Herald nehmen. Hab Könnt nie gespielt. Was genau bringen die Stacks? Nur Attack Speed? Ne, die Stacks bringen eigentlich alle ihre Skills. Also nicht alle, aber die meisten ihrer Skills skalieren mit den Stacks. Das heißt zum Beispiel, die Q gibt Bonus Attack Speed. Die W macht, glaube ich, die macht mehr. Aktuelles Life Damage mit dem Wolf. Und die E macht Missing Life mehr Damage. Und das Attack Speed wird erhöht.
Also schon viele Sachen. Hier sieht, ach, hier steht sogar alles. Attack Range und die ganzen vier Sachen skalieren damit. So. Und jetzt wird der nächste Stack beim Red, beim Infernal Dragon sein. Der so, den wir ja sowieso haben wollen. Ich meine, das Game ist eh, glaube ich, over. Die sind alle, die haben drei Leute mit 04. Hallo Miss Sophie, was geht? Hallo Sprichwort, grüße dich. Guten Morgen. Welcome, welcome. Ja, wenn man sich mal kurz damit beschäftigt hat mit den Stacks, dann geht es halt echt übel klar. Weil, als. Also klar, ich hatte ja. Heißt nicht, dass jetzt jede Runde so läuft, aber. Wenn du halt erst dann losläufst, wenn du den Stack auf der Map siehst, dann ist halt scheiße, dann ist es zu spät. Wenn du aber schon da bist, wenn der Stack markiert wird, dann kann halt der Gegner auch nicht zwingend was dagegen machen. So, ich bin da, Leute. Na 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 da, 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 da. Hab schon. Nice. Ah, oh, Bruder, ein bisschen deep. Bisschen deep. Ein bisschen deep. Das ist ein bisschen deep. Ich bin so hässlich. So richtig hässlich. Leute, ihr defft mich jetzt hier, oder? Oh shit, Alter. Wie komme ich hier raus? Gar nicht. Scheiße. Na gut, aber wir haben noch ein bisschen Zeit für den Infernal. Rune King ist ready und jetzt gehen wir für den Cleaver Reaver Beaver Siever. Hallo, Eilenbuchse. Ich hätte noch ein Stückchen gemusst, aber. Ich hätte irgendwie. Das Problem ist, dass der Tower sich auch die ganze Zeit auflädt. Jeder Tauschschot, der durchgeht, der macht ja kein Damage. Aber er lädt sich halt trotzdem auf. Guten Morgen, schon 20 Monate unter den Hafensänger. Vielen, vielen Dank dir, Greedy Girl. Vielen, vielen lieben Dank dir. Merci. Merci, 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 merci. Merci, merci, merci. Ich hoffe, bei dir. Du hast gut geschlafen. Ich hoffe, dir geht's gut generell. Ich hoffe, bei dir ist alles welcome. Vielen lieben Dank. Merci beaucoup. Na, 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 na. So, Infernal wird direkt. Ich glaube, die Frage ist, wie lange braucht es, bis ein Camp markiert wird? Also, der wird jetzt auf jeden Fall markiert. Die Frage ist, wie lange dauert das? Jetzt, okay, also, das geht echt fix. Okay. So, merci, den nehmen wir mit. Zack. Also, das ist bei dir auch. Ja, mir geht's gut. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Kann mir was machen? Ich habe halt keinen Ult, wenn ich da reingehe, bin ich auf jeden Fall tot. Und die sehen mich auch hier irgendwo. When I go in. I will be very thin. Ich habe leider keine Ult, Sir. Ja, ist ein bisschen deep. Ich habe halt immer noch keine Ult. Meine Ult hat halt einfach 42 Jahre Cooldown. Na, 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 na. Wie ist dein Tag so strukturiert? Immer anders. Mal feed ich und inte erst. Und dann bin ich krass und mal bin ich krass und dann inte ich erst. Nee, keine Ahnung, ist immer. Also ich fange immer mit Duschen an. Der Rest ist variabel. Der Rest ist variabel. RIP. Wieso hat der noch Flash nach so einem Kampf? Aber es kann sein, dass er noch bleibt, oder? Nee. Wir haben halt keinen Tank. Deswegen war der Engage von Riven schon ganz okay. Aber. Hast du dich schon zu dem neuen Fist-Skin geäußert? Nee. Muss man dazu was sagen? Ich glaube, weiß ich nicht. Also, ich bin der Meinung, dass es zu viele Prestige-Skins mittlerweile gibt. Oder nicht? Hätte ich gesagt. Zu viel Prestige ist auch nicht gut. Zu viel Prestige ist nicht gut. Du hättest den Tower hitten müssen, der wäre fast down gewesen. Wie viel hat der denn? Achso, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Achso, das habe ich nicht gesehen. Ja, guter Punkt. Also habe ich überhaupt gar nicht drauf geachtet. Also gar kein Stück. Ja, guck mal, sobald du halt stackst. Ich meine, ich bin auch fett, muss man sagen. Ich bin 8-2-8, aber. Nee, sobald du stackst, das sind deine Spells halt auch alle schon richtig stark, ne? Das Ding macht einfach 14% Missing. Targets Missing Damage, Alter. Das böllert richtig rein. Und auch hier, das hämmert alles ordentlich rein. Die wird mich jetzt ulten, oder? Ja, oder auch nicht. Ja, hat die mich überhaupt gesehen? Hat die geweht? Geweht hat die auch nicht, oder? Hallo, Main-Situt, was geht? Also ich finde halt, es gibt, wenn alles ins Prestige gibt, ist auch nicht mehr so toll, irgendwie, hätte ich gesagt. Dann ist auch nicht mehr so toll, hätte ich gesagt. Hätte ich gesagt. Ich will Spaß, ich will Spaß. Ich gebe Gas, ich will Spaß, ich werde geultet. Achso, das war mein Galio. Scheiße, ich hatte kurz Angst, dass ich zitiert werde und dann direkt gemalzert werde. Oh, das ist er, wird gemalzert. Ich wurde gar nicht gemalzert. Ich dachte, ich wurde geultet. Ja, RIP. Gegen die wir eigentlich schon fast auch skimmetern. Nice. Also hier das Dingsteil, wie heißt es? Das QSS-Ding. Das war nicht erst so ein laufender Minion. Der ist halt wirklich so. Verlaufender Minion. Der zurück auf die Lane wollte. Das war nicht Ash. Das macht Spaß. Ich gebe Gas. Jetzt haben wir erstmal kurz out. I'm out. I'm out. Das Problem ist, dass jetzt halt der Baron markiert ist. Ich meine, ich habe 12 Stacks. Eigentlich sind wir absolut fein. Wir haben eine Attack Range von... ich glaube, wenn du 12 Stacks hast, dann hast du das Game ziemlich im Sack drin, hätte ich gesagt. Ich finde es cool, dass es von den Kaliaskins die gibt, aber von jedem... Ja, so KDA hatte ich gesagt, wenn es die Island Prestige gibt, wäre okay. Aber es muss jetzt nicht alles in KDA geben, also... in Prestige. KDA hatte ich okay gefunden. Das wäre in Ordnung gewesen, aber das ist auch echt alles. Mehr muss echt nicht sein. Mehr muss echt nicht sein. Hab mein Englisch vor Abi-Klausur wieder. Ja, welcome. Wobei das ja nichts heißt, ne, oder? Hättest du gesagt, ich hab sie wieder und bin richtig krass, dann wäre geil. 48 Muffins. So, ich bin jetzt auch mal fertig mit Backen. Statt 32 wurden es doch 48 Muffins. Du backst direkt morgens Muffins? Und wenn ja, wo sind meine? Kurze Frage. Ich sag nur, Evelyn, die schaut blöd aus. Haben die anderen alle einen Prestige? Ari hat... Akali hat... Ja, Evelyn hat keinen, ne? RIP, Alter. Ja, RIP. Das hier, das Game ist eh im Sack. Ich weiß gar nicht, warum die Gegner noch spielen. Geh ich da rüber? Ne, ich habe keine Ult. Okay, hier passiert einiges. Wir nehmen erstmal den da. Jetzt nehmen wir den da. Jetzt werden wir gestunt. Jetzt machen wir 1v9. Oh, das ist ein Petter! Nein! Nein! Bro! Das war der sicherste Petter, den es gibt! No! Bruder, sorry! No! Reported! Das war der sicherste Petter, den es gibt! Sorry, schreibt er! Alter. Alter, ich sollte jetzt AFK gehen. Alter. Oh Mann, ich bin innerlich mad und bad und sad und wet und bläht und sniert. Würde ich auch machen. Der wird sowas von reported. Der wird komplett durchreported, Leute. Der wird komplett durchreported. Wie viel brauchen wir? Guck mal, wir haben 650 Range, Leute. 650er. Sache moi. Guck mal, diesmal haben wir gar nicht Kit gebaut.
Mein Sohn hat heute Geburtstag und musste für die Schule. Hä, was für Schule? Für morgen dann? Oder heute Schule? Hey, Buffer, bitte, bitte, bitte reißen Sie sich hier. Hey, was soll das? Hallo, Katrin. Du hast den besten Moment meines Lebens verpasst. Nee, der beste war es nicht. So wichtig sind mir Panthers auch nicht. Aber der war halt komplett safe und free. Helfen mir jetzt hier. Aber wir machen jetzt Baron nur wegen dem Steak, damit es klar ist. Mach Sache moi, ey. Kann man auch. Springt man immer? Ja, man springt immer die gleiche Distanz, okay. Ja, wenn das nur ein Fix beenden, ich brauch den Stack. Danke. Ja, die kassieren ja eh alle. Sache mai. Sache mai. Alter, 14 Stacks, so viel hatte ich noch nie. Sache mai. Einmal mit Gehirn gespielt und komplett vollgestackt bis zum Mars, Jupiter und Merkur. Geile Meile. Very geile Meile. Alter. Eieieiei. Ja, GG. Ja, GG.